Joachim Löw stellt seine Persönlichkeit dar, ich habe meine Persönlichkeit dargestellt. Das sollte man nicht miteinander vergleichen. Löw ist ein anderer Trainer wie Beckenbauer. Ja? Vogts ist ein anderer Trainer, auch wie Beckenbauer oder Löw. Das ist sehr unterschiedlich. Beckenbauer ist wieder ein anderer Trainer gewesen wie Helmut Schön oder wie Sepp Herberger. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Jeder war zu seiner Zeit der richtige Nationaltrainer. Ich will trotzdem nochmal auf ein Beispiel rauskommen, weil zum Beispiel, wir freuen uns ja heute alle über unser tolles Talentwunder. Wir haben überall sprießen die Talente raus in der Fußball-Bundesliga. Und ich glaube eben, das haben Sie ja auch mal vor kurzem angemerkt, dann doch, als jemand anders das aus Ihrer Sicht, glaube ich, zu Unrecht Gerhard Mayer-Vorfelder für sich veranschlagen wollte, dass Sie mit diesem Talentwunder ja sehr, sehr viel zu tun haben. Warum so bescheiden eigentlich? Warum haben Sie sowas nicht zum Beispiel auch mal offensiver verkauft? Ich wusste zum Beispiel bis gerade nicht, dass 18 der Spieler von 1990 aus Ihrer Schule gekommen sind. Ich war zum Beispiel 1984, wo Frankreich Europameister geworden ist. Sie haben eine tolle Europameisterschaft gespielt, wir sind in der Vorrunde ausgeschieden, bin ich mit dem damaligen Chef der Jugendabteilung durch Frankreich gereist, haben uns alle Fußballakademien angeschaut, dann sind wir nach England gereist, nach Lillshaw. In Lillshaw in England hat der Verband eine Jugendakademie und dann haben wir Ausarbeitung gemacht und die haben wir dem DFB auch vorgelegt, dass wir die Talentförderung umstellen müssen. Die Talentförderung war bis in den späten 19er Jahren Teil der einzelnen Verbände, wie der Niederrhein, Mittelrhein, Westfalen, Sachsen und. Und Sie wollten es zentral aus Deutschland sozusagen steuern, also vom DFB? Nein, das war vom Deutschland, vom DFB, so war früher das Haus des DFB, okay, der Talentförderung aufgestellt. Und das hat sich verändert. Und deshalb sind wir nach Frankreich gewesen. Dort war die Talentförderung in diesen Akademien bei den Vereinen. So wie heute. So wie heute. Und dann sind die Vereine natürlich in Frankreich, das war mit die beste Ausbildung, die ich je gesehen habe, gerade in Sochaux, wo auch Platini groß wurde. Wir haben alles dem DFB vorgelegt, nur wer soll das bezahlen? Ja? Das war natürlich schon auch eine Umstellung. Man wollte auch nicht die Kraft vergeuden, jetzt gegen die Verbände vorzugehen. Die Verbände wählen ja auch gewisse Leute in den Vorstand. Und er hat auch die Liga noch nicht so mitgespielt und er hat sich da, glaube ich, auch vielleicht nicht mehr daran erinnern können, gesagt, ja, er hätte meine Ausarbeitung nicht gefunden. Ja. Und ich habe dem auch gesagt, er war ja der Präsident auch vom VfB Stuttgart, die A-Jugend ist deutscher Jugendmeister geworden und hat er mir gesagt, wir machen eine tolle Talentförderung, wir sind deutscher Meister geworden. Da sage ich, das nützt nichts. Von Ihrer Mannschaft spielt keiner in den nächsten 5 Jahren in der Bundesliga. Und das ist auch so passiert, das ist eine schlechte Arbeit. Junge Spieler müssen gefördert werden. Da ist es uninteressant, ob sie mit 16 oder 18 schon einen Titel gewinnen. Nein, später müssen sie Bundesligaspieler werden, müssen gute Nationalspieler werden. Und das ist natürlich heute an der Plattform. Und da muss ich wirklich großes Kompliment DFB und Liga, wie sie inzwischen miteinander arbeiten. Das Haus des DFB ist glänzend aufgestellt.